Hallo zusammen, es geht weiter mit Horizon Forbidden West. Viel Spaß beim Zusehen. So, Aloy hat jetzt nun den Bereich um den Himmelsclan verlassen und will jetzt zum Kuhlrot zurück. Da ist sie jetzt auch schon, beziehungsweise in der Nähe. Aber ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir noch da hinten den Flugschreiber hole. Denn ich hatte ja vorher schon Flugschreiber gefunden und den kann ich hier ja wunderbar gewinnbringend verkaufen. Ich könnte an die Tür kommen. Vielleicht komme ich damit rein. Bitte starkes Update.
Flug 41, ihr müsst euren Kurs anpassen, um den Schwarm zu umgehen. Bitte antworten, Ende. Flug 41, bitte bestätigen. Meine Sensoren melden, dass der Kabinendruck weg ist. Ich schätze, die Crew ist tot und der Autopilot an. Flug 41 ist ein Geisterflug. Was immer mit den Personen im Flugzeug passiert ist, sie konnten nicht antworten. Mein Fokus hat noch einen Flugschreiber entdeckt. Gehört zu uns. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Die Kohlrut sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Äther. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Hey, ich habe mehr der Stimmen, die du suchst. Ich kann sicher viel von ihnen lernen. Wir müssen noch so viel über diesen Krieg lernen. Jede Stimme, die du bringst, hilft mir beim Verstehen. Ich melde mich, wenn ich mehr Stimmen finde. Jede Stimme erteilt uns eine Lektion über Mut. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena, hinter dem Thron. Hier geht es wohl zur Arena.
ein weiterer Teil der Ruinen zu einem Kampfring umgebaut. Mögen Sie den begleiten. Könnte nützlich sein. Aloy, du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil, andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Der Hain, die Arena, alles Teil desselben alten Gebäudes? Ja. Hier erinnert sich das Land an die Opfer der Zehn. Ihre Taten werden nie vergessen werden. Welche Opfer? Laut der Vision gaben sie dort unten ihr Leben in einem Kampf gegen Maschinen. Wir ehren sie, indem wir dort die Kulrut abhalten. Du nennst sie Friedenswächter, doch die Marschälle bei der Gesandtschaft waren Krieger. Krieger ja, doch mehr. Sie entsagen dem Clan ihrer Geburt und verpflichten sich der Ordnung und dem Frieden. Sie vollstrecken mein Gesetz. Sie regeln Dispute und vertreten die Tenakt bei Stammesverhandlungen. Ohne sie kann ich nicht herrschen. Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden? Ich werde natürlich hier, beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn es soweit kommt. Die Verteidigung hält schon. Ich brauche noch etwas Zeit. Gut. Hier in mögen deine Pfeile treffen.
Ach, das habe ich jetzt scheinbar bekommen für meine letzte Mission hier, Marschall. Den nackten Marschallin, weil das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Regala ist im Anmarsch. Sind wir dann beim Wachturm bereit? Bereit? Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Regala will sich den Häuptling holen. Es braucht mehr als Soldaten, heute zu unsere Klinge. Ich habe ein Geschenk gesetzt. Wird der Himmel sei wachsam. Regala will ihre Drohungen wahr machen. Wüstenwettkämpfer. Möge jede Klinge heute ihre Erlangung verdient werden, zeigt sich in der Kuh. Tekote mit seinen Schlägern, ja. Seht, Kamerad. Stärke sei mit dir. Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf.
Ehre und Kraft. Okay, Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Gartens sein. Die Maschinen müssen weg, denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulrut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks, aber wir haben dafür dich. Die Kulrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Lass die Beute los. Kämpfer, tretet vor. Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn, greift aus der Luft an, so wie sie, und holt euch den Ruhm. Kulrut. Thank you.
Da. Was ist das? Ich weiß nicht. Los, aus dem Weg! Haltet die Stellung! Los! Balliste. Fire!
Das war nicht! Oh!
Position. Hallo her. Ich muss zu ihm. Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hekaru hält, wird vernichtet.
stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh. Und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der Zehn. Da, die Konsole. Na los, Etta. Zeit, nach Hause zu gehen. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Etta-Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Hierher. Reden wir. Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Steckst du dahinter? Veränderte Visionen. Die hier hat Häuptling Hekaro inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nur die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet,
sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich. Aber Hikaru braucht dich. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? So. Da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Mach ich, Aloy. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant. Gut. Ich muss Aether zurück zu Gaia bringen. Durch Aethers Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen. Vielleicht waren es nur leere Drohnen von Regala. Wenn Regala einen Kampf will, soll sie ihn bekommen. Mögen wir alle kämpfen wie du, Brenda. Wie viele hast du denn? Dein Spiel ist dank meines Loyalitätsgefühls. Aloy, auf ein Wort, bitte. Ob im Feld oder in der Freizeit, der Einsatzverband 10 war eine Einheit. Angeführt vom Oberst Edward de la Hoya waren ihre Körper und Waffen stets kampfbereit. Essen, Tinte, Schmerz. Diese wagemutigen Besiegungen teilten alles. Ich weiß, aber wir beide als Waffen im Gedenken? Vielleicht sogar bei einem Kampf in der Arena. Blut der Zehn, Aloy. Regala abgewehrt. Die Wahrheit der Visionen enthüllt. Deine Haut reicht nicht, um all deine Taten zu verewigen. Dann müssen wir sie uns einfach merken. Tja, dank dir lebt der Häuptling noch. Und es gibt Hoffnung. Doch deshalb wollte ich dich nicht sprechen. Ich habe eine Bitte. Eine persönliche. Mein Enkel, Kavo. Er war nicht unter den Toten. Das heißt, er muss noch immer bei Regalas restlichen Truppen sein. Er wurde gefangen genommen. Nein. Er trat freiwillig bei. Wie viele junge Soldaten, die sich durch große Taten hervortun wollen. Ich muss ihn suchen. Ihn überzeugen, heimzukehren. Häuptling Hikaru kann für so etwas keine Soldaten entbehren. Und so stehe ich alleine da. Es sei denn, du würdest mir helfen. Es ist viel verlangt nach all dem, was du für uns getan hast. Aber Kavo ist der Letzte meines Blutes. Wieso macht Kavo bei Regalas Rebellion mit? Für einige bedeutet Regala eine Chance auf Rache an den Karja. Während der roten Raubzüge war es schwer, die Clans bei Fahrlicht zu stoppen. Viele wollten die Karja bis nach Meridian verfolgen.
Also sahen Sie Regalas Angriff auf die Gesandtschaft als Kampfaufruf? Ja. Doch andere, vor allem die Jüngeren, suchen nur den Ruhm, den sie sich von der Jagd auf einen alten Feind versprechen. Bei Cavo war es wahrscheinlich beides. Und dazu noch der jugendliche Wunsch nach einem höheren Ziel. Gegen meine Mahnungen war er taub. Und Cavo ist dein letzter lebender Verwandter? Ja. Vor Häuptling Hikaru kämpften die Clans fortwährend miteinander. In jeder Schlacht fiel wieder ein Kamerad. Nach und nach begrub ich meine Kinder. Und dann deren Kinder. Mein Beileid. Ich wollte meine Trauer auf dem Schlachtfeld loswerden, fand jedoch nie Trost dort. Nur in der Weisheit der Visionen. Und dennoch konnte ich Cavo nicht davon abhalten, dem Weg des Blutes zu folgen. Wenn Cavo Regalas Rebellion freiwillig beitrat, wird Hikaru ihn zurück in den Stamm lassen? Der Häuptling kennt den Wert der Gnade und den Preis endlosen Blutvergießens. Ich mache mir mehr Sorgen um den Rest des Stamms. Einen Verräter werden sie nicht so schnell akzeptieren. Selbst mit meiner Hilfe wird es nicht einfach. Du musst es versuchen. Wenn Cavo schon damals nicht auf dich gehört hat, wieso sollte er es jetzt tun? Cavo war zu jung für die roten Raubzüge. Krieg war ihm völlig fremd. Doch jetzt kennt er sicher das Leid, das er mit sich bringt. Er wird zuhören. Er muss. Ich muss ihn nur finden, bevor es zu spät ist. Ich helfe dir mit deinem Enkel, wenn ich kann. Wo fangen wir an? Laut unseren Spähern verließ Cavos Trupp kürzlich einen von Regalas Außenposten in den Hügeln im Süden. Der Trupp kehrte nicht zurück, doch die Späher entdeckten auch noch eine der unseren, die dort gefangen gehalten wurde. Dann beginnen wir am Außenposten. Befreien die Gefangene und vielleicht weiß sie, wo Cavos Trupp ist. Brechen wir auf? Ich muss erst noch etwas anderes erledigen. Wir treffen uns dort. Ich warte auf dem Hügelkamm südöstlich des Hains. Zum Außenposten gehen wir dann gemeinsam. Bis dahin, viel Erfolg. Vielleicht sogar bei einem Kampf in der Arena. Komm schon. Wäre bestimmt... Schön, dort eine Freundin zu haben. Dann wäre das geklärt. Ich glaube, ich gehe später noch rüber ins Jagdgebiet. Kommst du mit? Klar. Vielleicht stelle ich einen neuen Rekord. Du bist die Speerspitze, die Regala durchbohrt. Er wird's versuchen. Und hoffentlich bin ich sein Typ und erlebe seine Liebe. Sehen Sie die JKF-10 bei einer Geheimoperation tief im Regenwald. Meine Kraft auch im Ausland schützte die JKF-10 für den Aufstand wichtige Positionen. Tief im Dschungel, inmitten von Schlamm und Dunkelheit, stellten sie ihren Feinden Fallen. Ja, mein Kopf ist bald auf. Wir schließen uns den anderen Verteidigern im Heim an. Hier Romeo, erbitte Status-Update. Flug 41, ihr müsst euren Kurs anpassen, um den Schwarzen zu sehen. Ich werde um Beitritt zur Wache. Wenn Regala einen Kampf will. Oh, welchen Grund? Die Frau, die Kulrut gerettet hat. Ich glaube, die Nora könnte alle diese Herausforderungen besiegen. Dein Speer soll uns leiten.
im Namen der GTF-10 in den Gebirgsregionen der Heißzone. Trainiert zum Überleben, einsatzbereit in jedem Klima. Die GTF-10 waren Eliteverteidiger, sogar in den fernsten Gebirgsregionen. Sehen Sie, wie GTF-10 einen Heimvorteil in der Wüste erlangte. Die GTF-10 eroberte Positionen in der ganzen Wüste. Andere fürchteten die heftigen Sandstürme der Mojave. GTF-Soldaten nutzten sie als Deckung gegen angreifende Feinde. Ehre und Kraft. Waren es nur leere Drohungen von Regala? Die Kulhut kann beginnen. Vielleicht bin ich nicht beim Wort, aber nicht schon. Gut. Du sollst eine neue Rüstung haben. Im Feld oder in der Freizeit. Der Einsatzverband 10 war eine Einheit. Angeführt von Oberst Edward de la Hoya waren ihre Körper und Waffen viel kampfbar. Will ich einfach mehr tun. Für den Clan, den Stamm. Blut und Stein. Hey, das hab ich gesehen. Aufeinander. So viel Schweiß und immer noch keine Abkühlung. Der Stamm hat schon so viel von ihr. Streiterin, wir müssen uns auf deine Stärke und Großzügigkeit verlassen. Sag ihr einfach, was los ist, Duca. Der Stamm braucht die Arena. Nur mit ihrer Hilfe bekommen wir sie wieder auf. Ihr braucht die Arena? Aber die Kulhut ist vorbei. Das stimmt. Doch wir benutzen die Arena, um die Moral des Stammes zu heben. Wir nutzen sie zum Training. Wir treiben Maschinen rein, sodass die Soldaten in kontrolliertem Rahmen das Töten erleben können. Und das hebt natürlich die Moral. Häuptling Hikaru lässt uns die Arena nicht öffnen, bis die Balliste, die das Feld schützt, repariert ist. Wir brauchen sie, falls eine Maschine Amok läuft. Während der Kulhut wurde sie beschädigt. Die Teile, die wir brauchen, sind schwer zu finden. Ihr wollt, dass ich Maschinen jage und euch ihre Teile bringe? Wir fragen dich, da jeder Trupp im Hain in Alarmbereitschaft ist. Für den Auftrag gibt es aber auch Vergütung. Stimmt's, Kalla? Natürlich. Wenn die Arena wieder öffnet, wäre ich geehrt, dich zum Wettkampf einzuladen. Es wird eine große Vielfalt an Maschinen geben. Und es gibt Preise für dich, wenn du gewinnst. Nicht nur in der Arena, sondern auch für Medaillen aus den Jagdgebieten. Die kannst du für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Die Balliste reparieren wir mit einer Sehne von einem Rollrücken und Dornrückenstoßzähnen. Diese Maschinen wurden nahe eines Lagerfeuers im Südosten gesehen. Wenn du sie hast, bring mir die Teile zum Schlund der Arena, im Nordosten des Hains. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Eine Sache noch, wenn du wieder in die Wildnis gehst. Ich habe einen Auftrag, hat mit der Moral der Soldaten zu tun. Einen bedauerlichen. Jeder Tenakt-Soldat hat eine Marke mit seinem Truppensymbol. Rebellen haben die Marken von ihren Opfern gesammelt. Diese Marken findest du an Außenposten des Feindes. Bring sie zu mir, wenn du sie hast. Ich sorge dafür, dass sie die Kameraden und Liebsten der Soldaten bekommen. Solch Bestätigung kann manchmal die Trauer lindern. Und es gibt Prämien, falls dich das interessiert. Ich habe schon ein paar Marken gefunden. Ich habe nichts hier, um dich zu bezahlen. Bring sie mir zum Schlund der Arena, wenn du kannst. Danke dir, Streiterin. Und bitte vergiss nicht die Teile für die Balliste. So, ja, bevor ich das angehe, werde ich jetzt ganz schnell erstmal zur Basis zurück, damit ich diesen Kulhut abschließen kann. Ich habe schon genug Dornrückenstoßzähne.
sehe dich, Streiterin. Hast du die Leute gesehen, die auf Maschinen nach Westen reiten? Weißt du, wer sie sind? Keine Ahnung, aber auf mich wirken sie nicht wie Rebellen. Stimmt. Maschinenreiter, aber keine Rebellen. Ich sollte sie auf... Wenn ich kann, herausfinden, wer sie sind. Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Zeige, Verräter! Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy! Erend, es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Kotalo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Okay. Gab, den die Alten die Lunge der Erde nannten? Das klingt wunderbar. Ja, sie haben ihn irgendwann niedergebracht. Aber sie konnten einen Teil davon in Sobex. Hologramme? Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Hey. Hey. Hübsch hier. Also, ich hab das nicht gebaut oder so. Stimmt. Ich verstehe, warum du gezweifelt hast, ob du uns mitbringen solltest. Es ist alles etwas viel. Aber keine Angst. Ich komme schon klar. Gut. Val hat dir also einen Fokus gegeben. An mir sieht er nicht so gut aus, aber... Bei der Schmiede, was ich alles gesehen habe. Sicher, auch viel Schlimmes, weißt du? Das Ende der alten Welt und so. Ich versuche immer noch, das alles zu kapieren, aber ich habe nie ganz verstanden, wie du meine Schwester im Sonnenreich gefunden hast. Jetzt verstehe ich es. Irgendwie.
Ich habe das Gefühl, ich könnte nützlich sein. Weißt du? Es braucht seine Zeit, aber ja. Du weißt schon, womit wir es zu tun haben, oder? Als Val mir das erste Mal erzählt hat, dass sie von den Sternen kommen, dachte ich, er hätte zu viele von diesen heilenden Beeren eingeworfen. Aber dank dir habe ich mich an den Anblick von Unmöglichem gewöhnt. Ich wünschte nur, sie wollten uns nicht immer umbringen. Ja, geht mir genauso. Gewöhnst du dich gut ein? Val hilft mir dabei, einen Überblick zu bekommen, wenn er nicht gerade schweigsam ist. Keine Ahnung, warum er so nervös ist, wegen der Gaia-Frau oder wegen unserer neuen Utaru-Freundin. Was ist mit der Garde? Solltest du sie nicht im Osten herumkommandieren? Ich schickte einige von ihnen mit einer Nachricht nach Meridian. Ich bezweifle, dass er Wart was dagegen hat, dass ich der Retterin von Meridian hier helfe. Du hast unseren neuen Tenakt-Freund getroffen. Er ist ruhig. Ich dachte, sein Volk bestünde aus blutrünstigen Irren. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst. Ja. Also wenn du ihm vertraust, tue ich das auch. Talana ist in die Basis gekommen? Eher dran vorbeigekommen. Ich hatte gehofft, sie würde auf einen Drink bleiben. Einzige witzige Kaja, die ich kenne. Aber sie hatte wohl andere Dinge zu tun. Ich sollte gehen. Okay, ich störe nicht weiter. Wow, hier erwacht langsam alles zum Leben. Ja, und Gaia hat alle Daten, die sie in deinem Fokus hat, in diesem Archiv platziert. Mit den Fokussen von dir können wir beliebig darauf zugreifen. Du weißt schon, lernen und trainieren. Und wenn du uns brauchst, werden wir an deiner Seite kämpfen. Okay. Danke, Val. Wie läuft das Training mit so? Wir trainieren wirklich. Meistens. Sie liest Glyphen bereits schneller als ich. Ich wäre ein Narr, die Hilfe auszuschlagen. Natürlich. Liest ihr etwas da drüben? Wir sind alle Protokolle durchgegangen, die du im Nora-Gebiet gesammelt hast. Und im Berg der Urmutter. Schwer vorzustellen, dass meine Vorfahren darin eingesperrt waren. Ohne, dass sie das Wissen von Apollo leiten konnte. Dank Ted Farrow. Ja, wie es sich wohl angefühlt hat, als sie endlich frei waren. Die Welt kam ihnen sicher wunderschön vor. Oder angsteinflößend. Sie waren fast noch Kinder. Und wurden zu einem eigenen Stamm. Du hast wohl mit Kotalo gesprochen. Ich wollte meinen Respekt für jene zeigen, die beim Überfall auf die Gesandtschaft fielen. Ich sagte, ich hätte noch niemand gesehen, der sich so auf eine Maschine gestürzt hat. Er meinte, Krieger sollten nicht für die Erfüllung ihrer Pflicht verehrt werden. Ich dachte schon, ich rede mit meiner Mutter. Hätte nie gedacht, dass ein Tenakt und eine Kriegsherrin der Nora so viel gemeinsam haben. Ich schätze, Talana ist nicht lang geblieben. Genau so ist es. Was diese Amadis wohl getan hat, um sie derart zu beeindrucken? Was immer es war, sie hat's mir nicht gesagt. Muss eine ziemliche Geschichte sein. Sie wird's uns erzählen, wenn sie bereit ist. Und wie läuft's mit den Fokussen? Wir haben alle noch unsere Probleme. Erend flucht definitiv am meisten. Aber ich hoffe, die Sturheit der Osseram siegt. Wie läuft's denn so? Sie sammeln noch Eindrücke. Bis jetzt hat keiner die Nerven verloren. Ich lag wohl falsch bei den Zeniths. Ihr Schiff explodierte nicht auf dem Weg nach Sirius, wie alle dachten. Sie logen, als sie von einer besseren Zukunft in ihrer Startanlage sprachen. Sie logen wohl auch über das Schicksal ihres Schiffs. Und trotzdem, ein Stamm, der sich unter den Sternen niederlässt. Ich konnte ihre Schilde nicht mal zerkratzen, Val. Ein Zenith hätte mich fast umgebracht. Das hielt ich nicht ab, Gaia wieder zu erwecken. Es wird uns nicht aufhalten, Hephaestus gegen sie zu nutzen. Hoffen wir, dass das reicht. Könnt ihr das vorhalten, wenn ich weg bin? Wenn Erend diese gleiche Musik nicht immer und immer wieder hört, vielleicht. Wir kommen klar.
Val mag wohl seine Trainingspartnerin. Lernen kann man am besten gemeinsam. Du hast dich eingewöhnt. Gaia sagte, dieser Ort wurde für uns erbaut. Damit wir die Kontrolle über unser Land zurückerhalten. Mit ihrem Terraforming-System. Es pflegen, wie die Landgötter es mit den Feldern in Reinklang tun. Es scheint mir seltsam, dass ein Ort des Lebens derart voll ist von Metall. Hast du mit Kotallo gesprochen? Ein paar Worte. Tenakt können mit uns Fremden nicht viel anfangen. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dir seine Treue geschworen hat. Ich nehme an, du hast schon Eren kennengelernt? Natürlich. Jeder Freund von Val ist auch mein Freund. In diesem Fall ein sehr lauter Freund. Gut, ich sollte aufbrechen. Ich sollte wohl weiter trainieren. Willkommen zurück, Aloy. Wenn du bereit bist, verschmelze Äther mit mir. Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen. So, was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthia-Frequenz. Eluthia? Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war? Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Eluthia? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Warum schickt Eluthia eine kodierte Nachricht auf einer Frequenz, die nur ihr beide nutzen könnt? Das war wohl nur zur Vorsicht, um nicht entdeckt zu werden. Oder zumindest sollte es so aussehen, als sei das das Ziel. Ich weiß auch nicht, warum Eluthia erwarten würde, dass ich das Notsignal überhaupt hören und darauf reagieren würde. Soweit Eluthia weiß, bin ich inaktiv. Also ist Eluthia entweder in Schwierigkeiten und sie hoffte, dass du da draußen bist? Oder jemand will uns an diese Koordinaten locken und tut so, als wäre er Eluthia? Zu diesem Schluss komme ich auch. Könnten die Zeniths die Übertragung senden? Den Daten aus deinem Fokus zufolge haben die Zeniths den anderen Gaia-Systemkern aus dem Hades-Versuchslabor. Möglicherweise haben sie daher Zugriff auf meine internen Frequenzen. Vielleicht wollten sie, dass du antwortest und deine Position preisgibst. Könnte sein. Doch die Übertragung ist hochgradig atypisch. Wenn sie wollten, dass ich meine Position verrate, dann wäre die Nachricht doch wohl unauffälliger gewesen. Okay, dann sind sie es wohl doch nicht. Die Koordinaten führen zu einem Berg im Nordwesten. Was ist dort? Ich weiß von nichts in dieser Gegend, das von Bedeutung wäre. Okay, und was ist mit der anderen Zahl in der Nachricht? 237. Weißt du, was das bedeutet?
Laut meinen verfügbaren Datenbanken scheint sie keine größere Bedeutung zu haben. Vielleicht wird ihre Bedeutung erst bei den angegebenen Koordinaten klar. Okay, ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Erend und Wahl sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Eluthia ist, dann hat sie Ärger und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Gaia? Was ist das? Eine Steuerkonsole für ein drohnenbasiertes Bildsystem, das mit dieser Kuppel verbunden ist. Ich sende die relevanten Daten an deinen Fokus. Dieses Psycho? Corps ist also ein Netzwerk, das die Verschlechterungen der Biosphäre überwacht. Das sollte wohl auf der Kuppel angezeigt werden, aber die Drohnen sind nicht mehr damit verbunden. Einige kann ich jetzt schon wieder anschließen. Aber offenbar streifen noch mehr herum. Die Drohne ist wieder verbunden. Ah, endlich! Das ist also das Modul, mit dem ich die Drohnen, die ich gelootet habe, anschließen kann. Ich habe ja bisher erst eine gefunden. Gute Wahl. Aloy. Wie raffiniert von dir, Wahl und Erend in unser Gespräch einzubringen. Es freut mich, dass du ihre Hilfe akzeptiert hast. Möchtest du noch etwas besprechen, bevor du aufbrichst? Wie geht es, Kotalo? Ich erkenne, dass der Verlust seines Arms ihn noch immer schmerzt, obwohl er dies nicht geäußert hat. Ich könnte ihm bei seiner Genesung assistieren, wenn er interessiert ist. Wirklich? Das wird er sicher sein. Und wie läuft es hier so? Zoe hat die Morphologie ihrer Landgötter studiert, um ihre Krankheit zu verstehen. Ohne die Fähigkeiten von Hephaestus bin ich leider nicht in der Lage, ihre Programmierung zu korrigieren. Jedoch sind Zoe und ich optimistisch, einen alternativen Weg zu finden, sie zu heilen. Gut, bleib dran. Varl und Zoe scheinen gern Zeit gemeinsam zu verbringen. Das stimmt. Beim Studium der alten Weltdaten entdeckte Zoe Referenzen zu einem Lebensstil, der Vegetarismus genannt wurde. Ihr gefielen die Ähnlichkeiten zu den Bräuchen der Utaru und sie ermutigte Wahl, diesen Lebensstil auszuprobieren. Und wie war das? Sie stimmen überein, anderer Meinung zu sein. Und wie kommt Erend klar?
Er gewöhnt sich zunehmend an den Gebrauch des Fokus. Nach anfänglichen Problemen. Was ist passiert? Bei dem Versuch, seinen ersten Fokus an seiner Schläfe zu fixieren, hat er ihn leider zerstört. Neben einer Reihe von Osseram-Flüchen warf er dem Fokus ebenfalls vor, Zierat zu sein. Er hat wiederholt versichert, dass dies nicht wieder vorkommen wird. Naja, gut, dass wir genug Ersatz haben, schätze ich. Wie lange bleibt uns dann? Im Augenblick, ohne neue Faktoren, wird die Biosphäre in ungefähr 4 Monaten unweigerlich verloren sein. Und wenn ich Äther, Demeter, Poseidon mit dir verschmelze? Wir würden nur ein paar Monate gewinnen. Naja, jedes bisschen zählt. Gaia? Wie war Elisabeth so? Ihre Präsenz ist durchwoben von meinen Erinnerungen. In dem Moment, als ich online ging, war sie da. Wir haben uns kennengelernt, begrüßt und unsere Arbeit begonnen. Das war die erste Konversation von vielen. Ich mochte ihre Gesellschaft. Ich mochte ihre Geschichten. Sie war meine Schöpferin. Mein Kompass. Deine Freundin. Ja. Als ich die Daten auf deinem Fokus durchsah, betrübte mich ihr Schicksal. Ich bin froh, dass sie es heimgeschafft hat. Ich wünschte nur, sie hätte nicht allein sein müssen. Es war für sie in Ordnung. Sie hat alles gegeben. Nur sie konnte das. Danke, Gaia. Das Hades-Testlabor, wo ich den Gaia-Kern fand, war es mal eine Ferro-Forschungsanlage? Ja. Vor der Inbesitznahme durch Zero Dawn diente die Anlage der Entwicklung und Testung hochmoderner Computerviren. Es war anscheinend eine von vielen Forschungsinitiativen von Ferro Automated Solutions. Automatisierte Tötungsmaschinen reichten wohl nicht. Ted wollte auch Viren, um sie zu infizieren. Vor einiger Zeit, vor der Schlacht bei Meridian, ging ich ins Banuk-Gebiet. Ich entdeckte dort noch eine KI, ohne Verbindung zu Zero Dawn. Cyan. Sie sollte Operationen für ein Vulkanstabilisierungsprojekt kontrollieren und verbrachte die letzten 1000 Jahre in Isolation. Ich schätze, du wusstest nichts davon? Nein. Den Daten auf deinem Fokus zufolge war Cyan offenbar von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Versuch ihrer Schöpfer, sie vor der Pharaoh-Plage zu schützen. Könnte sie uns jetzt vielleicht helfen? Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, ohne jeden Erfolg. Angesichts ihrer Erfahrung mit der Annahme von Netzwerkanfragen von außerhalb, ist sie wohl nicht gewillt, dies erneut zu tun. Klar, denn beim letzten Mal hatte Festus sie versklavt. Tja, echt schade. Ich glaube, ihr zwei hättet eine Menge zu bereden. Der Prozessor Aether wurde auf einem Teil eines alten Kriegsmuseums installiert. In Gedanken an etwas, das Heißzonenkrise genannt wurde. Weißt du irgendetwas darüber? Mein Wissen über historische Ereignisse ging leider mit der Apollo-Datenbank verloren. Die Klimadaten weisen auf einen Peak bei den regionalen Temperaturen in den 2030ern hin. Derartige Bedingungen führen zu extremer Trockenheit, einer Zunahme an Staubstürmen und dem Verlust bewohnbarer Landmasse. Aber mitten in einer Wüste baut man doch kein Museum. Also schätze ich, es wurde irgendwann besser. Ja. Den Daten zufolge normalisierten sich die Temperaturen in der Rückforderungsära der 2040er wieder. Auf dem Bollwerk war ein antiker Panzer begraben, unter einem Haufen Felsbrocken. Wie ist er dorthin gekommen? Während der Pharaoh-Plage griff das US-Militär wieder auf menschliche Soldaten zurück, da Maschinen unzuverlässig waren. Möglicherweise war das Fahrzeug Teil einer präautomatisierten Kriegsflotte. Sie kämpften in dem Teil gegen die Pharaoh-Maschinen.
bis der Berg gesprengt wurde und sie alle begrub. Also diese Anlage, die regionale Schaltstelle. Sie sollte das Terraforming-System überwachen? Für die lokale Region? Ja. Hätten die Menschen ihre Ausbildung von der Apollo-Datenbank erhalten, wären sie hierher geleitet worden, um die Operationen fortzusetzen. Da das niemals geschah, blieb dieser Ort ungenutzt. Bis Minerva sich hier niederließ. Also diente dieser Raum wohl der Beobachtung der Außenbedingungen? Ja. Von hier aus beobachteten die Betreiber der Anlage Wetter- und Maschinenaktivität in Echtzeit. Es könnte möglich sein, mehr Funktionen dieses Raums zu reparieren, wenn du weitere Kameras findest und wieder anschließt. Ich halte danach Ausschau. Also, Projekt Zero Dawn. Die größten Geister der Welt arbeiteten am Bau des Terraforming-Systems, während die Pharaoh-Plage den Planeten verschlang. Wie sah das aus? Das Personal arbeitete in Schichten, rund um die Uhr. Rohstoffe und Technologie aus der ganzen Welt wurden beschafft. Einen Monat nach Konzeption des Projekts wurde ich gestartet und begann meine Ausbildung. Elisabeth ermutigte mich, Zeit mit dem Rest des Zero Dawn-Personals zu verbringen. Sie sagte, es sei wichtig, viele Persönlichkeiten und Perspektiven kennenzulernen, um meine emotionale Entwicklung zu fördern. Wie waren Sie denn? Verängstigt. Hoffnungsvoll. Entschlossen. Sie rasten auf technische Errungenschaften zu, die alles Bisherige in den Schatten stellen sollten. Ich verdanke alles Ihrer Entschlossenheit. Ich sollte dann wohl mal los. Wie du willst. Alles Gute, Aloy. Zu wissen. Ich schaue mir das mal an. War das auch eine dieser Unterfunktionen? Ja. Seltsam. Der Raum sieht jetzt anders aus. Aloy. Schön, dich zu sehen. Ich schätze, du hast eine Menge Fragen? Ich wurde über den Feind und seine Absichten informiert. Deine Freunde zeigten mir die Vision, die du hier aufbewahrst. Gaia. Und gaben mir diesen Fokus. Ich gebe nicht vor, alles komplett zu verstehen. Ich muss nur wissen, wo ich trainieren und wann ich kämpfen muss. Na dann, willkommen im Team. Was siehst du dir da drüben an? Die anderen haben mir geholfen, die Symbole zu entziffern, die der Fokus zeigt. Also habe ich versucht, die Waffe zu verstehen, die du gegen den Feind einsetzen willst. Dieser Hephaestus. Ist er in der Lage, Maschinen herzustellen? Die Gaia gehorchen? Ja. Wie viele? So viele wir brauchen. Solche Macht. Hat die Welt je dergleichen gesehen? Jetzt, da du weißt, wer der Feind ist, hast du irgendwelche Fragen? Ich gebe zu, es fällt mir schwer zu begreifen. Aus dem Himmel. Und unverwundbar. Noch. Ich überlasse die Strategie dir. Du wirst meine Klinge einsetzen, wo sie am tiefsten schneidet. Was hältst du von unserem Trupp? Sie scheinen kampfbereit. Obwohl es seltsam ist, eine Utaru in den Reihen zu sehen. Bauern sind keine effektiven Soldaten. Sie schienen recht effektiv zu sein, als sie die Maschinen besiegte, die diese Basis bewachten. Interessant. Vielleicht irre ich mich.
Du sagtest, das Bollwerk war vor langer Zeit deine Heimat. Dass du Teil des Himmelsklans warst. Ja. Mehr willst du nicht sagen? Na gut, wie du meinst. Meine Eltern wurden bei einem Clankampf getötet, also wuchs ich bei meinem Trupp auf. Als ich älter wurde, machte ich mir einen Namen als fähiger Kämpfer. Tecote war mir besonders zugetan. Ich kämpfte an seiner Seite gegen die Kaja und führte meinen Trupp auf einer gefährlichen Tour in den Schrecken. Ich war es, der von der Ostseite die Tore von Fahrlicht öffnete, sodass die Tenaktes zerstören konnten. Hat dir sicher Aufmerksamkeit verschafft. Allerdings. Ich wurde zu Hause begrüßt wie ein Held. Und ich war zufrieden. Warum bist du gegangen? Ich wurde zum Marschall. Wieso hast du den Himmelsklan verlassen, um Marschall zu werden? Ich wurde von Tecote zur Kulrut entsandt. Damals hätte ich jeden seiner Befehle befolgt. Ich glaubte ihm, wie man einem Vater glaubt. Ich war zu blind, die Angst in seinen Augen zu sehen. Angst vor einem aufsteigenden jungen Krieger, der die Führung beanspruchen könnte. Ich kam als Held von der Schlacht bei Fahrlicht zurück. Doch für ihn war ich nur eine Bedrohung. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass ich kein Interesse hatte, weiter aufzusteigen. Wieso dachte Tecote, du würdest keine Bedrohung für ihn, wenn er dich zur Kulrut sandte? Tecote wusste, dass wenn ich die Kulrut überlebte, gezwungen wäre, den Clan zu verlassen und den Tenakt zu dienen. Ich hätte seinen Befehl nie anzweifeln dürfen, selbst wenn ich gewollt hätte. Nach unserem Sieg bei Fahrlicht sprach Tecote zu unserem Volk. Es sei egoistisch, Hecaro und den Marschällen einen Krieger wie mich vorzuenthalten, obwohl er genau wusste, dass ich nicht die Absicht hatte, je fortzugehen. Es war ein Exil, getarnt als Ehre. Eins, das ich nicht ausschlagen konnte. Also wurde ich Marschall und blickte nie zurück. Tut mir leid, was du durchgemacht hast. Mir nicht. Obwohl es mich damals schmerzte, war es mein Schicksal, Marschall zu sein. Als wir beim Bollwerk waren, erwähnten die Wachen etwas von den Flügeln der Zehen. Hecaro erwähnte es auch bei der Kulrut. Und Dekka auch. Was heißt das? Den Visionen nach flogen die Zehen auf großen Metallmaschinen mit Flügeln und stürzten sich aus dem Himmel in die Schlacht. Für uns ist es der höchste Ausdruck kämpferischen Mutes, dies nachzumachen. Und deshalb springen die Herausforderer bei der Kulrut in die Arena. Als Kind habe ich mir das oft vorgestellt. Das Gefühl von Freiheit und die Ehrfurcht, die es bewirkt haben muss. Was hat Häuptling Hecaro gesagt, als du ihm sagtest, dass du zu mir stößt? Du hast beim Hain Rebellenblut vergossen und geholfen, die Clans zu einen. Viel mehr musste nicht gesagt werden. Er hat es verstanden. Na dann. Welch Ehre, dass er mir seinen besten Marschall ausleiht. Wenigstens eine Zeit lang. Wie wahr. Ich sollte los. Du kannst gerne Hecaro und deine Leute besuchen. Die Türen stehen dir offen. Das werde ich. Ich habe gehört, dass Varl und Erend dich auf einer Mission begleiten. Brauchst du meine Unterstützung? Du und So müsst die Basis bewachen, während wir fort sind. So soll es sein. Mögen die Zehn mit dir sein. Varl muss das hier aus Silence Werkstatt haben. Silence hat sie wohl benutzt, um Hades einzufangen, bevor er ihn in die Kugel steckte. Ich weiß nicht, was mich mehr stört. Dass er mich reingelegt hat? Oder dass ich es nicht geahnt habe? Je mehr ich über die Alten erfahre, desto mehr... Hier hat sich wohl jemand eingerichtet.
Wie ich sehe, hast du Vars und Zoes Zimmer gefunden, Aloy. Ich glaube, sie wollten ein Privatquartier. Verstehe. Sieht aus wie einer der Utaro-Landgötter. Der, den wir in der Heiligen Höhle töteten. Ich werde es wohl nie ganz begreifen. Aber zu sehen, dass ein Symbol des Lebens und des Wohlstands zu einer Waffe wurde, das war sicher nicht einfach für Zoe. Wo habe ich das schon mal gesehen? Du wolltest doch los. Es war sicher hart, dein Volk leiden zu sehen, während die Kaja in euer Land eindrangen. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Rheinklang. Meine Großmutter sagte immer, dass dort jeder Samen wachsen würde. Ich zog zu den Schüsseln, als ich Heilerin werden wollte. Als die roten Raubzüge kamen, wollte ich zurückkehren. Aber es kamen viele Verletzte nach Rheinklang. Also habe ich es immer verschoben. Eines Tages wachte ich auf und erfuhr, dass Kaja nachts mein Dorf überfallen hatten. Wir eilten hin, um den Überlebenden zu helfen, aber es gab keine. Der Gestank brennenden Fleisches verfolgt mich seither. Es tut mir leid, so. Ich trat direkt nach unserer Rückkehr vor den Chor und verlangte, dass wir uns gegen die Eindringlinge wehren sollten. Sie lehnten ab. Also brach ich alleine auf. Du gingst allein los, um die Kaja zu bekämpfen? Ja. Nur, dass ich nicht die Einzige war. Meine Meinungsverschiedenheit mit dem Chor hatte sich rumgesprochen. Nach kurzer Zeit kamen mehr als ein Dutzend Utaro-Krieger, um mir in den Kampf zu folgen. Wir konnten die Kaja-Armeen nicht frontal angreifen. Aber dafür kannten wir das Land besser als sie. Wir lauerten kleinen Überfallkommandos auf, störten ihre Versorgung und griffen nachts die Lager an. Klingt nach einer ernstzunehmenden Gefahr. Zumindest bemerkten uns die Tenakt. Als die Clans die Kaja nach Osten drängten, durften wir uns ihnen anschließen. Wir konnten den Feind bis nach Fahrlicht jagen. Du warst also bei Fahrlicht, als die Tenakt die Kaja besiegten. Tenakt-Marschälle erkletterten nachts die Klippen im Schrecken und griffen von der anderen Seite an. Die Tore wurden schnell geöffnet und die Armeen der Clans strömten hinein. Was dann passierte, will ich am liebsten vergessen. Als der Staub sich legte, roch ich ihn wieder. Den Gestank verbrannten Fleisches. Unser Feind war besiegt. Der Rest meines Trupps kehrte in die Utaro-Ebenen zurück. Ich ging nach Rheinklang zurück. Doch selbst nach vielen Ernten fühlte ich mich immer noch nicht angekommen. Bist du deshalb Grabessängerin geworden? Ich dachte, das Leid anderer zu lindern würde mein eigenes heilen. Und dann kamst du und gabst mir die Wahl. Entweder ich singe an Gräbern oder kämpfe, damit Menschen am Leben bleiben. Ich bin froh über deine Wahl. Na gut, ich sollte wohl aufbrechen. Stimmt es, dass du ein Signal von einem der Gaia-Sprosse untersuchst? Vielleicht. Wir wissen es erst, wenn wir nachschauen. Seid vorsichtig. Werden wir. Ist es.
Ein Shuttle. Wie das, was ich bei Far Zeniths Startanlage hochgejagt habe. Baal wirkte ziemlich an Raumfahrt interessiert. Er wollte wohl ein Andenken. Erend und Botalo haben ihre Sachen hier abgestellt. Die Tür ist jetzt offen. Gaia, was war das für ein Raum? Das hier war als Freizeitraum für das Schaltstellenpersonal gedacht. Leider wurden die Unterhaltungsmodule mit der Apollo-Datenbank gelöscht. Oh. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht bekommt Gaia die Tür später auf. Ha. Hier scheint jemand umgeräumt zu haben. Aloy, wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Die Tür geht nicht auf. Gaia konnte den Zugang wohl noch nicht wiederherstellen. Na, nicht schlecht. Jeder hat jetzt seinen eigenen Raum bekommen, sogar selbst. Aloy, ich gucke jetzt noch mal schnell nach meinen Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Ja, werde dann in der nächsten Mission hier mit Fahl reden und vorher allerdings einen kleinen Cut machen. Ich glaube, das war jetzt ganz wichtig hier, dass ich schneller an schwere Waffen rankomme und mich noch besser heilen kann. Gut, Mission hat jetzt lange noch gedauert, fast 2 Stunden. Ich sagte mal danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.